Jetzt Johannes Kapitel 15 aufschlagen. Ich habe ein Lesezeichen drin in Johannes Kapitel 15. Und wir vergleichen jetzt mal, was in Johannes Kapitel 15 und 1. Johannes Kapitel 2 steht. Denn es gibt wieder eindeutige Parallelen zwischen dem Johannesevangelium und dem 1. Johannesbrief. Und wir lesen in Johannes Kapitel 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und Vers 3 ist ein sehr wichtiger Vers, der gerne ignoriert wird, genauso wie Verse in 1. Johannes Kapitel 2 ignoriert werden. Dieser Vers sagt uns nämlich aus, hey, dass wir schon gerettet sind. Also es geht hier nicht um Errettung. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Hey, wir sind schon gerettet. Wir sind schon gerettet, wir sind schon gereinigt durch den Glauben an Jesus Christus. Es geht hier jetzt nicht um Errettung in Johannes Kapitel 15. Im Großen und Ganzen ist das Ziel des Johannesevangeliums natürlich, dass wir an den Herrn glauben, ja? Dass wir Leben haben in seinem Namen. Das ist das hauptsächliche Ziel, während das Ziel des 1. Johannesbriefs es ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir einen Schritt weitergehen. Aber Johannes Kapitel 15 ist ein Kapitel, in dem es auch um Gemeinschaft mit Gott geht. Und die Parallelen sehen wir hier sehr eindeutig. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Es geht hier jetzt also nicht um Errettung. Ja, wir sind schon rein, wir sind schon gerettet. Und das müssen wir eben im Kopf behalten. Genauso wie wir im Kopf behalten müssen im 1. Johannesbrief, dass es eben um Gemeinschaft mit Gott geht, nicht um Errettung. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also wieder, in Jesus bleiben. Was heißt das? Wir erfahren das dann im Kontext. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist ein sehr beliebter Vers. Ein Vers, der viel auf Instagram geteilt wird und so weiter. Total beliebt, aber die meisten Christen wissen gar nicht, was damit gemeint ist mit der Frucht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was ist die Frucht eines Christen hauptsächlich? Ja, natürlich kann man Frucht auch auf andere Dinge beziehen, abhängig vom Kontext. Aber hauptsächlich geht es dabei darum, Menschen zu retten, einen Seelengewinn zu gehen. Denn die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Die Frucht des Gerechten eines weisen Christens ist es, eben, sind eben weitere Christen, ja, Menschen, die er gerettet hat durch die Predigt des Evangeliums. Das ist die Frucht, die wir bringen sollen als Christ. Und wir können aber nur Frucht bringen, wenn wir eben in Christus bleiben. Ja. Wir müssen natürlich im Geist wandeln. Denn wir, einfach als fleischliche Menschen, als Fleisch und Blut, können nicht etwas Geistliches bewirken. Das geht nicht. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen eben die Gemeinschaft mit Gott haben, im Geist wandeln. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wieder dieses in Jesus bleiben, das müsst ihr euch merken hier, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Oh, siehst du, dann wirst du in die Hölle geworfen. Aber Moment mal, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Es geht hier nicht um Errettung. Wenn du Feuer siehst, dann denke nicht sofort an die Hölle. Sondern worum geht es hier? Es geht darum, wenn jemand nicht Frucht bringt, nicht eben in Jesus bleibt, dann ist er unnütz. Dann führt er ein unnützes Leben als Christ. Und es wird ganz einfach verglichen. Das ist ein Beispiel, ja? Das ist ein Bild. Es wird verglichen eben mit Reben, mit tatsächlichen Reben, die man eben wegnehmen würde und verbrennen würde, weil sie nutzlos sind. Lass mich dir ein Beispiel geben, ein anderes Beispiel. In Matthäus Kapitel 5 lesen wir zum Beispiel, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen von den Leuten zertreten wird. Heißt das wirklich, dass wir wortwörtlich hinausgeworfen werden, von den Leuten zertreten werden? Natürlich nicht, sondern es ist einfach ein Beispiel. Ja. Wir sind sinnlos, wenn wir nicht ein Licht sind, wenn wir nicht Salz sind, wenn wir nicht Seelengewinn gehen, wenn wir nicht Frucht bringen, sind wir sinnlos. Und das ist das Beispiel, das hier gebracht wird, eben mit den Reben, die man sammelt und sie ins Feuer wirft und sie brennen. Aber es geht ja auch um Züchtigung. Gott wird uns hart züchtigen, wenn wir eben ein weltliches Leben führen, obwohl wir es besser wissen, ja, obwohl wir gerettet sind. Und die Bibel haben und alles wissen, was wir brauchen für ein gerechtes Leben. Wenn ihr in mir bleibt, Vers 7, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also worum geht es hier in Johannes Kapitel 15 in diesen ersten Versen?
Es geht darum, ein Jünger zu werden. Wie werden wir ein Jünger? Indem wir Frucht bringen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht bringt und meine Jünger werden. Wie werden wir ein Jünger? Indem wir Frucht bringen. Man ist nicht automatisch ein Jünger, indem man gerettet ist. Wie wird man ein Jünger? Indem man in Jesus ist, indem man ihn liebt, indem man seine Gebote hält, indem man Frucht bringt. Und das alles geht mehr oder weniger Hand in Hand. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott so sehr und habe Gemeinschaft mit Gott, gehst aber nie Seelen gewinnen. Das drückt aus, dass du eben nicht wirklich so viel Gemeinschaft mit Gott hast. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ist das ist diese Passage einfach eine Warnung nur? Ja? Wenn du keine Früchte bringst, dann fährst du zur Hölle. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ich habe euch das erklärt, das Kapitel. Natürlich kann man noch mehr dazu sagen, rein theoretisch, aber hier ist das Ding. Es gibt einfach Leute, die wollen unbedingt wahrhaben, dass es hier um Rettung geht und denen kann ich sagen, was ich will. Die werden das trotzdem glauben. Obwohl, wenn wir einfach Schrift mit Schrift vergleichen, stellen wir eindeutig fest, ja, dass es hier nicht um Errettung geht, sondern dass es hier um Gemeinschaft geht, darum Gott zu lieben. Lass mich dir die Frage stellen. Musst du Gott lieben, um gerettet zu werden? Ist das, was die Bibel sagt? Ich dachte, die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Du musst Gott nicht lieben, um gerettet zu werden. Denn wie lieben wir Gott? Indem wir seine Gebote halten. Musst du seine Gebote halten, um gerettet zu werden? Nein. Also es geht hier nicht darum, gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben. Denn Jesus spricht uns das schon zu. Ihr seid schon rein um das Wort des Willens, das ich zu euch geredet habe. Wir sind schon gerettet. Ja, trifft natürlich nicht auf jeden zu, der das liest. Denn er hat das natürlich gesprochen zu seinen Jüngern. Aber jetzt lass uns mal diese Verse vergleichen. Und zwar Vers 10, ja, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also wenn es hier heißt in Johannes Kapitel 15 und auch in 1. Johannes Kapitel 2, dass wir in ihm bleiben sollen, es wird immer wieder gesagt, ja, in ihm bleiben, in ihm bleiben, in ihm bleiben. Was ist damit gemeint? In seiner Liebe zu bleiben. Es geht darum, den Herrn zu lieben, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit den Brüdern zu haben. In seiner Liebe zu bleiben. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 5, da heißt es nämlich, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Vergleiche das mit Johannes Kapitel 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und seiner Liebe geblieben bin. Es geht hier darum, Gott zu lieben. Gott zu lieben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ein gerechtes Leben zu führen. Es geht wieder eben alles Hand in Hand. Wir müssen seine Gebote halten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Genauso wie wir auch in 1. Johannes Kapitel 1 lesen, in Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Also seht ihr die Parallelen, die eindeutigen Parallelen? Und dass es dabei eben wirklich um Gemeinschaft geht, nicht um die Errettung. Und ein Gedanke, der mir dazu gekommen ist, ja, Atheisten, ja, die behaupten gerne, ja, wenn ich Christ bin, dann muss ich all diese Gebote halten, dann habe ich keine Freiheit. Nun, erstens kann man natürlich Christ werden, ohne Gottes Gebote zu halten. Überraschung, denn wir werden gerettet aus Gnade durch den Glauben, ohne dass wir Gottes Gebote halten. Aber die Bibel sagt uns ja eigentlich, dass wir völlige Freude haben werden, wenn wir Gottes Gebote halten. Das, was die Bibel uns hier im Kontext sagt. Ja, wie haben wir Gemeinschaft mit Gott, indem wir seine Gebote halten? Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ich will völlige Freude haben und wahre Freude ist es, Gottes Gebote zu halten. Wahre Freude ist es, im Geist zu wandeln. Wahre Freude ist es, dadurch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Du wirst in der Welt nicht das finden, was du willst. Du wirst in der Welt nicht die Freude finden, nach der du dich sehnst, sondern echte Freude findest du beim Herrn, wenn du seine Gebote hältst. Wenn du nicht seine Gebote hältst und es aber besser weißt, vor allem, ich meine, wir haben alle die Bibel heutzutage, du hast keine Entschuldigung, dann wirst du überhaupt keine Freude haben, sondern wirst du vom Herrn gezüchtigt. Aber du wirst auch keine Freude finden, wenn du dann in die Welt gehst und dort deine Freude suchst. Das wird nicht funktionieren.